bis 105 Kilogramm der Herren. Wir sind bei der Gewichtheber-Weltmeisterschaft in Wrocław, also in Breslau. Marc Huster, Ron Rinkuth, Ihre Berichterstatter. Und hier geht's schon ans Eingemachte. Es wird laut, denn Bartolomej Bonk, der Pole, macht hier in seinem dritten Versuch 188 Kilogramm. Damit sind alle durch. Nur einer fehlt noch, nämlich der Usbeke Ruslan Nurudinov. Er ja mit den 188 Kilogramm im dritten Versuch die Führung eingenommen, hatte vorher 185 gerissen, war da schon der Führende, hat also jetzt diese noch ausgebaut, ist somit sicherer Silbermedaillengewinner. Dahinter momentan mit 182 Kilogramm der Weißrusse Alex Loban und auf Rang 3 im Moment der Mann aus Ecuador, Jorge David Arroyo Valdez. Aber er, der Ecuadorianer, kann also jetzt gerade auf Platz 4 durchgereicht werden, wenn er hier, Ruslan Nurudinov, diesen ersten Versuch schafft. Hey. Bisschen unruhig aufgestanden. Lächelt zwar hier auch, weil er sich sagt, naja, zwei haben wir noch. Aber da keimt bei anderen vorsichtige Hoffnung. Auf alle Fälle. Was wir Ihnen noch, während wir hier nochmal die Zeitlupe sehen, dieses missglückten Versuches schuldig sind, ist die Information, Marcin Dolega, der zweite Pole, der eigentliche Favorit zwischen den beiden, Bartolomej Bonk und Marcin Dolega, der ist im Reißen mit 185 Kilogramm geplatzt. Dreimal diese Last nicht geschafft, plagt sich schon eine ganze Weile mit einer kleinen Bauchmuskelverletzung herum, konnte zum Schluss nicht mehr richtig trainieren, wollte aber dennoch starten und das ist ihm aber mächtig missglückt. War eigentlich noch gut drauf im Vorfeld, hat 202 Kilogramm versucht bei den polnischen Meisterschaften Mitte Oktober noch zu reißen, hat 192 dort geschafft, aber dann diese Verletzung hat es ihm nicht mal mehr möglich gemacht, diese 185 Kilogramm zu reißen. Und somit ist da einer Favorit schon gestürzt. Ja, ziemlich bitter für Marcin Dolega, der ja schon bei den Olympischen Spielen 2012 im Reißen mit 190 geplatzt ist. Dort diese Last dreimal nicht geschafft hat. Also ein erneutes Missgeschick dieser Art für Marcin Dolega. Wir sehen hier den zweiten Versuch von Ruslan Nurudinov. Noch ist der Druck sicherlich nicht allzu groß nach diesem ersten Versuch, jetzt hier im zweiten. Gleiche Vorzeichen, wie sie Marc gerade erklärt hat. Macht er sie, ist er sofort Weltmeister. Macht er sie nicht, beginnt das große Zittern bei ihm. So, jetzt macht er sie, muss zwar auch noch den Schritt nach vorne gehen, aber Ruslan Nurudinov aus Usbekistan ist unser Weltmeister im Reißen und der hat auch ziemlich fett gemeldet für das Stoßen. Also er kommt hier seiner Favoritenrolle nach. Bleibt somit der nächste Heber, hat ja noch einen Versuch, um dort die Führung auszubauen. Die Goldmedaille nimmt ihm keiner mehr weg. Die hat er schon sicher mit diesen 190 Kilogramm. Über Silber freut sich Bartolomej Bonk, der 188 Kilogramm gerissen hat. Er hier, der sich so langsam schon für das Stoßen fit macht. Und Bronze sichert sich mit 182 Kilogramm der Weißrusse Alex Loban. Hier in der Grafik auch nochmal zu sehen, dass Ruslan Nurudinov der Weltmeister ist, das steht fest, aber mit welcher Last, das noch nicht, denn einen Versuch hat er, wie gesagt, noch. In dieser Gewichtsklasse gab es einiges zu lesen im Vorfeld, im Internet, zum Beispiel auch über Dimitri Klokov, der in dieser Gewichtsklasse auch zu Hause ist. Warum er nicht am Start ist, begründet sich an seinem Desinteresse bezüglich dieser Weltmeisterschaft. Er sagt sich, er möchte erst wieder Ende 2014 ins Geschehen eingreifen und sich da speziell auf die Olympischen Spiele 2016 vorbereiten. Auch Andrei Demjanov, ein weiterer Athlet, nicht am Start bisher gewesen, der ihm gesagt hat, beziehungsweise der Trainer gesagt hat, die Form reicht nicht aus.
Und Marcin Dolega, das hat mir eben gesagt, der Pole, der dennoch an den Start gegangen ist, obwohl er verletzt war, dem missglückte das Reißen hier gründlich. 185 Kilogramm, dreimal nicht geschafft. Und das als Ex-Weltmeister, Ex-Europameister. Nur eine olympische Medaille fehlt ihm noch in der Sammlung. Da ist ja der vierte Rang in Peking und von London hat Marc schon erzählt, geplatzt. Jetzt er hier. Letzter Versuch im Reißen. Nochmal eine Steigerung um 5 Kilogramm. Ruslan Nurudinov aus Usbekistan. Nee, und die bleibt einfach zu weit vorn. War nicht hinten auf den Punkt. Also ein weiterer Weltmeister mit nur einem Versuch. 190 Kilogramm für Nurudinov. Jetzt weiß ich nicht, ob er es den anderen damit ein bisschen leichter macht. Aber Bonk nicht so stark im Stoßen einzuschätzen. Will schon bei 210 Kilogramm beginnen. Ebenso Loban, der Weißrusse, auch schon bei 210. Der einzige, der vielleicht noch einigermaßen mithalten kann im Stoßen, ist der Russe David Bezanian, der bei 220 Kilogramm beginnen möchte, aber der hat eben nur 180 Kilogramm gerissen. Also das riecht hier so ein bisschen nach einem Durchmarsch von Ruslan Nurudinov. Das die Ergebnisse des Reißens. Bartolomej Bonk also Vize-Weltmeister, Loban wie erwähnt auf dem zweiten Rang, der Mann aus Ecuador auf 4 und Ruslan Nurudinov, der Usbeke, Weltmeister mit nur einem Versuch. Hat für das Körpergewicht, also der Athleten, das Superschwergewicht ist noch offen. Um 16 Uhr ist das also soweit. Wir haben ein bisschen Zeit, bis das Stoßen hier losgeht. Und deswegen zeigen wir Ihnen noch einmal die besten Hebungen. Alek Loban, der Weißrusse, 178 begonnen, 182 dann im zweiten Versuch an, 186 im dritten gescheitert. Trotzdem reichten diese 182 Kilogramm für die Bronzemedaille. Aber ich habe es vorhin schon gesagt, der will erst mit 210 Kilogramm nachher beginnen oder schon mit 210, während Nurudinov mit 225 erst das Stoßen anfangen will. Dann er hier, während sein doch etwas höher dekorierter und erfahrenerer Landsmann Marcin Dolega ins Straucheln geriet mit drei ungültigen Versuchen, zog Bartolomej Bonk hier durch und mit drei gültigen Versuchen am Ende 188 Kilogramm die Silbermedaille für ihn. Ist natürlich sehr, sehr schön, das vor einer ausverkauften Halle hier zu Hause in Polen zu zeigen und dann auch die vorbereitete Leistung im Reißen auf die Plattform zu bringen. Vizetitel also für ihn. Ja, und nachher kann so einiges passieren nach dem Stoßen, weil wirklich einige der starken Reißer im Stoßen nicht so stark einzuschätzen sind. Das war der zweite Versuch von Ruslan Nurudinov. Den ersten, die 190 Kilogramm, gingen erstmal in die Hose. Im zweiten wiederholt und geschafft. Im dritten dann allerdings an 195 Kilogramm gescheitert. Nicht dabei in dieser Gewichtsklasse übrigens auch. Noch einmal die Resultate in der Klasse bis 105 Kilogramm hier nach dem Reißen. Also ein starker Nurudinov, dem reicht ein Versuch. Stark auch Bartolomej Bonk, der Pole. Also wir sind sehr, sehr gespannt, wie das dann ins
Stoßen rüber gerettet wird, zum Teil von denen, die also nicht so die Starken sind. Silber- und Bronzemedaillengewinner zum Beispiel. So, und wir haben schon gesagt, wir freuen uns auch extrem auf die eine Gruppe, die uns noch fehlt, nämlich die Plus 105er, das Superschwergewicht, ab 16 Uhr heute. Dort wird also ermittelt, wer ist... Gut sagen, herzlich willkommen zur Gewichtheber-Weltmeisterschaft, Klasse bis 105 Kilogramm. Los geht's mit dem Stoßen in dieser Klasse. Hier der Ecuadorianer, Jorge David Arroyo Valdez, 205 Kilogramm. Seine Last, die er im ersten Versuch verlangt hat für das Stoßen, gültig. Wir werden natürlich aufgrund der Tatsache, dass wir im Reißen etwas später reingegangen sind, Ihnen immer noch die Ergebnisse nachliefern, die die Athleten dann im Reißen geschafft haben. Er hier zum Beispiel 182 Kilogramm im ersten Versuch weg, im zweiten Versuch auch und dann im dritten Versuch geschafft. Damit also im Wettbewerb geblieben, 182 Kilogramm sein Ergebnis. Rang 4 für den Mann aus Ecuador am Reißen und jetzt mit 205 Kilogramm im Stoßen kam er auf 387, hat damit die Führung übernommen. Das aber jetzt natürlich erst ganz am Anfang dieses Wettbewerbes. Wir haben schon darüber gesprochen, Marcin Dolega, der Favorit aus Polen mit 185 Kilogramm, dreimal nicht erfolgreich gewesen, also dreimal nicht geschafft, damit keine Wertung im Reißen und auch im Zweikampf. Aufgrund der Tatsache, dass er sich da im Training doch ein bisschen verletzt hat, nicht die Möglichkeit hatte, zum Schluss richtig hart weiter zu trainieren, hat auch dann aufgrund dieser Geschichte im Stoßen abgemeldet. Also ihn werden wir hier bei diesem Wettbewerb nicht mehr sehen. Kiagarami ist ein Iraner. Allerdings nicht einer der stärksten, die es ja auch in dieser Kategorie gab, ne Marc? Ja, der Vize-Olympiasieger aus dem Jahre 2012 ist nicht am Start. Auch er gehört zu den iranischen Athleten, die sich gegen den Trainer ausgesprochen haben, während wir hier auch mal auf den Versuch hier über 210 Kilogramm schauen. Ja, nach schweren Umsatz holt er sich den aber im Ausstoß. Wie gesagt, Nawab Nasser Shalal ist nicht dabei. Vize-Olympiasieger in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm. 2012 in London. Auch er gehört zu den Athleten im iranischen Gewichtheberlager, der Nationalmannschaft, die eben gesagt haben, nee, Bagheri, der Trainer, der ist nicht korrekt, der redet mit uns nicht mit dem Respekt, den wir verdient haben, findet dort nicht die richtigen Worte und wir haben da keine Lust, mit ihm weiter diesen Weg zu gehen. Daraufhin wurden sie nicht ins Team berufen und somit fehlt er also hier, der Iraner. Aus Kasachstan kommt Iskander Nomibekov, also aus dem Land, was für den letzten großen Skandal des Gewichthebens gesorgt hat. 13 positive Fälle allein in diesem Jahr. Wir warten auch sehr, sehr gespannt auf die Namen. So, und oben raus ein bisschen weich, muss da also aufpassen. Bekommt den Versuch aber gültig, 210 Kilogramm also drin in der Wertung. Sein Reißergebnis gerade mal 172 Kilogramm, war danach dann noch zweimal 177 Kilogramm, aber erfolglos. Der 27-jährige Kasache, der früher für Usbekistan am Start war. Und jetzt wie gesagt im Dienste der kasachischen Nationalmannschaft steht. Damit 382 Kilogramm für ihn im Zweikampf momentan Rang 3. Kiagarami, der Iraner, ganz kurz Ron, ja. Als Nachtrag, den wir davor gesehen haben mit 210 Kilogramm, sein Reißergebnis 173 Kilogramm, 178 und 179 dann nicht geschafft im zweiten und dritten Versuch und somit momentan bei 383 Kilogramm im Zweikampf angekommen. So, jetzt darfst du wieder. Ja, ich wollte es auch noch sagen, wie es weitergeht.
nämlich mit Arroyo Valdez, dem Mann aus Ecuador, dem Viertplatzierten nach dem Reißen von 2.5 auf 2.10. Uns fehlen dann noch, die wahrscheinlich in folgender Reihenfolge einsteigen werden, Barari aus dem Iran, der zweite Iraner, der will mit 212 kommen. Dann drei, die mit 215 beginnen wollen. Loban aus Weißrussland, Bonk, der Vize-Weltmeister aus dem Reißen, aus Polen. Und der Lette Plesniaks, alle drei mit 215. Dann mit 220, Betsanyan. Oh, der hochgewachsene Ecuadorianer macht erstmal seinen Versuch. Also Betsanyan, ein Russe mit einem armenischen Namen. Und als letztes Nurudinov, der Usbeke mit 225. Und bei Betsanyan bin ich wirklich gespannt. Er ist ja der Weltrekordinhaber im Stoßen. Hat mit 180 Kilogramm im Reißen zwar nur einen gültigen Versuch geschafft, aber ist dort immer noch in Lauerposition. So, noch leuchtet der Name von Mann aus Ecuador auf, obwohl das iranische Lager prinzipiell bereit ist. Hier Bartolomé Bonk, der die Sache noch relativ ruhig angehen lässt hier. Wenn es auf 2.15 geht, ist er also dann in Bereitschaft. So, jetzt klappt der Name um. Und Barari ist dran. Achter nur nach dem Reißen. 171, 176, 179 weg. 212 Kilogramm für seinen ersten Versuch. Im Reißen, Ron hat es ja gesagt, 176 wären also im Zweikampf für ihn 388 Kilogramm. Sollte er diese 212 Kilogramm schaffen, wäre momentan Rang 2. Mit 392 führt noch immer der Ecuadorianer. Schaut auf die Uhr, aber das akustische Signal hat ihm ja eigentlich gesagt, 30 Sekunden hat er noch. Steht erstmal da und stößt sie auch. Also Mohammad Reza Barari aus dem Iran, 212 Kilogramm auf dem Konto. Bestleistung steht bei 221 Kilogramm, aufgestellt bei den Weltmeisterschaften 2011, während wir hier die Zeitlupe seines Versuches sehen. Ist Zehnter geworden 2011 in Paris. Bei der Universiade in diesem Jahr ist er sogar am Stoßen geplatzt. Also da ist ihm, glaube ich, ein großer Stein jetzt gerade vom Herzen gefallen, dass er den ersten Versuch reinbekommen hat. Mal schauen, wie laut es jetzt hier gleich wird. Der Trainer kann kaum hinschauen. Bei Bartolomé Bonk. Erster Versuch, 212 Kilogramm. Wollte mit 210 anfangen, ne? Bringt schön die Ellenbogen, sehr schnell nach vorn. Läuft dadurch nicht Gefahr, dass sie ihn runterrutschen. Und dann klingt er auch schön die Ellenbogen durch, aber steht nicht optimal, muss da ein bisschen aufpassen. Beim Füße heranziehen in die Ausgangsposition, dass er trotzdem die Spannung im Oberkörperbereich behält, dass dort keine Unruhe reinkommt und ihm nicht die Ellenbogen etwa einknicken. Gut gegangen, 212 Kilogramm, damit 400 sein derzeitiges Zweikampfergebnis, die Führung für den Vize-Weltmeister des Reißens. 221 gestoßen bei den Weltmeisterschaften 2011, 220 bei den Olympischen Spielen im letzten Jahr, als er Dritter wurde. Da sollte also noch einiges gehen. Jetzt ein bisschen Zeit, während sich das weißrussische Lager einschalten möchte. Alek Loban, 215 Kilogramm, die von ihm verlangte Anfangslast.
28 Jahre ist er alt und sein Körpergewicht beträgt heute 103,62 Kilogramm. Ah, steht auch ohne Probleme auf. Mini-Schritt nach vorn gemacht. Sammelt sich für den Ausstoß. Und stößt sie nicht. Stößt sie nicht. Die Auftaktbewegung war etwas zu inkonsequent. Damit hat er nicht die entsprechende Höhe, die er braucht für den Ausstoß. Außerdem steht sie dann noch zu weit vorn, also hat nicht die Zeit, die Hantel auch entsprechend nach hinten in den Schwerpunkt zu bringen. Und somit lässt er die Hantel fallen, hat sie aber also gar nicht richtig durchgedrückt, keine Chance, die zu halten. Der Lette, den wir hier das erste Mal sehen, denn als wir reingingen ins Reißen, war er schon fertig. Drei gültige Versuche hatte er dort, 170, 175, 178. Steigt auch mit 215 Kilogramm ein. Wäre somit die Führung für ihn im Stoßen und Rang 2 mit 393 Kilogramm im Zweikampf. Mit 400 führt ja noch Bartolomé Bonk. Jawohl, solider Versuch für ihn, kein Problem, Kampfrichter geben ihn diesen Versuch gültig. Damit, wie gesagt, die Führung im Stoßen und Rang 2 im Zweikampf. Dort ist der Führende noch Bartolomé Bonk, der bisher 400 Kilogramm auf seinem Zweikampfkonto zu stehen hat. Schöne Technik. Parallelverschiebung des Rückens war zu sehen beim Wegheben. Also nicht zu stark den Hintern erst angehoben. So soll das aussehen. Der Kasache. Hat er 210 Kilogramm im ersten Versuch geschafft. Jetzt 215. Iskander Mominbekov verweigert diese Last. Zieht los und hat das Gefühl, nee, die sind zu sehr angeschraubt unten. Zu schwer, schüttelt da den Kopf, sagt, die Beschleunigung bringe ich nicht auf, um die Hantel so nach oben zu ziehen, dass ich da eine Chance habe, drunter zu springen. Und weiß natürlich nicht, ob er sich auch hinten im Aufwärmraum ein bisschen verletzt hat und dadurch sofort einen kleinen Schmerz spürt und deswegen nicht angreifen kann. Alek Loban kommt von diesen ungültigen 215. Hat aber nochmal zurückgeholt. Würde ja bedeuten, dass die gesteigert haben. Dann warum sonst wird jetzt gerade gesteckt dort vorne auf der Bühne? 2.15 waren ja vorher schon dran. Ja, vielleicht nur nochmal festgezogen alles. Und dafür nochmal alles abbauen. Oder so wie beim Tennis. Neue Hantelscheiben bitte. Das ist aber vielleicht eine neue Hantel. Oh. Ja. Okay, ist auch selten. Durchgebrochen. Jetzt kann es losgehen, also da gab es noch irgendein technisches Problem gerade. Jetzt also die 2.15, die er im ersten Versuch noch nicht geschafft hatte. Auch mit dieser Bohle, mit der Beschaffenheit der Plattform haben ja einige gehadert. Da gab es gestern sogar eine Wiederholung eines Versuches.
teilweise zu glatt war. Ist im Ausstoß, im Ausfallschritt hinten mit dem Bein weggerutscht oder mit dem Fuß. Und das wurde moniert und daraufhin hat er dann diesen Versuch wiederholen können. Wieder guter Umsatz, kein Problem. Jetzt muss er die Hantel mehr in den Schwerpunkt, also mehr nach hinten bringen. Nicht vorne stehen lassen, nein. Wieder das gleiche Bild. Und jetzt hat er erst das richtige Problem. Denn jetzt hat er zwei Ungültige und jetzt geht es für ihn ums Überleben. Jorge Arroyo Valdez kommt hier mit 215 Kilogramm, steigert auch noch einmal um 5 Kilo. Der größte. Von den körperlichen Ausmaßen her. Das ist 30 Gramm leichter als Plesniks, als der Lette. Und somit könnte er jetzt im Stoß in Führung gehen. Oh ne. Hat man schon gesehen bei der Zugphase, sprich also bei der Beschleunigungsphase, dass er da nicht mehr richtig viel Druck auf die Hantel bringen konnte. Fehlende Zughöhe, hier nochmal, da sind die Arme krumm, da müssen die völlig gerade noch sein, damit er da wirklich diesen Impuls geben kann, denn wenn die Arme krumm sind und du gibst den Impuls dann am Oberschenkelbereich und streckst dabei die Arme, dann bewegt sich die Hantel in der Zeit gar nicht und das sind natürlich Energieverluste, die nicht mehr zu kompensieren sind in der Hocke. Moin Bickhoff geht auch noch einmal an dieser 215 Kilogramm ran, die er im zweiten Versuch nicht geschafft hat. Wäre sonst nur eine Zugübung gewesen, hat den Kopf geschüttelt, konnte er sich jetzt mental nochmal aufbauen? Tatsache. Nee. Schade, da hat er sich wirklich nochmal gut durchgebissen. Bringt da einen ordentlichen Umsatz auf die Bühne, aber dann im Ausstoß wieder zu wenig gemacht. Der Puls ist zu gering, die Höhe dadurch auch zu gering, die Arme können nicht richtig durchgedrückt werden. Und dann bleiben sie natürlich auch zu weit vorne, er hat die Zeit nicht mehr, die Hantel nach hinten zu drücken. Es bleibt bei 210 im Stoßen, 172 im Reißen, sind 382 für den Kasachen im Zweikampf. Kia Gadami, der Iraner. 173 hat er gerissen, 210 im ersten Versuch gestoßen, jetzt 216 wäre die Führung für ihn im Stoßen. Im Zweikampf bringt es nichts, könnte er maximal um einen Platz sich verbessern, ist er momentan Fünfter. Oh, langsam gezogen und dann geht's aber mächtig hier unten rein und er steht tatsächlich noch auf. Aber das kostet extrem, extrem Kraft, die in den meisten Fällen von so einem Umsatz oben raus fehlt. Auch bei ihm. Das waren die Nuancen, ne? Die bei diesem Umsatz verloren liegen. Also dass er sich nochmal so da drunter haut, da muss man wirklich sagen, Respekt. Gebe ich dir zu 100% recht, nach diesem schweren Umsatz dann wirklich auch noch so ernsthaft den Stoß, den Ausstoß anzugehen. Hier sieht man schön die Ellbogen unten fast weit runter, dass die Hantel auch wegrutscht, aber dann gibt er noch mal alles und so absolut unmöglich waren sie gar nicht. Bartolomé Bonk, der Silbermedaillengewinner des Reißens. 212 im ersten, 216 im zweiten. Er ist noch der Führende im Zweikampf mit 400. Kann sich aber so mit diesem Versuch jetzt auch die Führung im Stoßen wiederholen. Da derzeit mit 212 auf dem zweiten Platz. Oh, da muss er kämpfen, dass die Ellenbogen oben bleiben. Reicht die Kraft zum Ausstoß, jawohl. Jetzt sieht er das Problem mit den Füßen, macht das aber hier ordentlich und hat zwei in der Tasche. 216, 404 Zweikampfkilo.
Ja, was mir jetzt aufgefallen ist bei ihm, dass er wirklich zu tun hatte, aus der Hocke rauszukommen. Also die Beinkraft scheint dort etwas limitiert zu sein. Ja, der saß eigentlich gut in der Hocke, die Winkel haben gestimmt. So dass er hier tatsächlich, so scheint es zumindest, an seiner Grenze fast angekommen ist. Im Ausstoßen oben, da hat er gut gearbeitet. Da hat er noch Reserven. Allerdings kommt ja vor dem Ausstoßen das Umsetzen. Ja, und hier wurde auch relativ vorsichtig auf 218, wenn ich das richtig gesehen habe, erstmal gesteigert. Aber vorher kommt erst noch Alec Loban, der ein Riesenproblem hat. Und dann auch gesteigert hat. Ah, um ein Kilogramm. Die wollten ihm noch mal ein bisschen Ruhe verschaffen. Also zweimal an 215 Kilogramm gescheitert. Steigern jetzt für den letzten Versuch um ein Kilogramm. Teil 1 nicht sein Problem. Teil 2 ist es. Und wieder. Wird er nicht kriegen. Kriegt die Arme einfach nicht durchgedrückt. Ist geplatzt. Raus also. Ja, und damit Platz auf dem Podium für einen Nachrücker, denn er war ja der Dritte nach dem Reißen. Kein Zweikampfresultat, kein Resultat im Stoßen. Hier nochmal in der Zeitlupe zu sehen, also wieder zu weit vorn die Hantel, keine Chance zu halten. So, der Iraner Kia Gadami. 216 im zweiten Versuch nicht geschafft. Großer Kampfversuch gewesen. Kam gerade so aus der Hocke raus. Und dann im Ausstoßen sogar noch eine klitzekleine Chance gehabt. Aber die Kraft hat am Ende doch gefehlt. Muss jetzt etwas besser umsetzen. Nicht sitzen bleiben in der Hocke. Technisch also gut schon in der Zugphase arbeiten, dass er sofort aufstehen kann. Dass die Winkel stimmen in der Hocke. Oh, wieder schwer weggekommen. Nee, da reicht es gar nicht mehr. Also mit der fehlenden Geschwindigkeit fehlt dann auch die Zughöhe. Haut sich da gerade noch so drunter, aber die Hantel, die zerdrückt ihn dann förmlich sogar in der Hocke. Also den Trend nach unten kann er nicht mehr aufhalten. Ja, oh, da fehlt einfach alles. Zu weit vorn, zu geringe Höhe. Und somit muss er sie fallen lassen. Bleibt bei 383 im Zweikampf. Momentan Rang 5 für ihn. Bartolomé Bonk. Ich hatte es gesagt, 218 nur in Anführungszeichen. Denn seine Bestleistung steht er bei 221. Aufgestellt bei den Weltmeisterschaften vor 2 Jahren in Paris. Als er 185 gerissen hat. Also jetzt sogar mit 188 ein bisschen besseres Niveau im Reißen. Dennoch im Stoßen sieht es um seine Beinkraft nicht so gut aus. 5 sind insgesamt noch im Geschäft. 2 fehlen uns ja noch komplett. Bisanyan, der Russe, und Nurudinov, der Usbeke. Das kann ein sehr, sehr wichtiger Versuch sein, wenn er am Ende was abhaben will. Aus der Ruhe, und diesmal muss er sie weglassen. Diesmal also der Schmerz zu groß, das Brennen der Oberschenkel. Ja, so wie ich es bei 216 schon ein bisschen vermutet habe, dass er da an seiner Grenze schon war. Das bestätigt dieser Versuch hier, 218, keine Chance mehr aus der Hocke rauszukommen. Zeitlupe. Ja, lässt die Hantel auch sehr weit vorn, also wollte da aufstehen, merkt aber, dass die Hantel zu weit vorn ist, muss nochmal zurück, um sie besser hier, besser zu positionieren, verliert dadurch ein bisschen Spannung und dann wird es natürlich noch schwerer, keine Chance dann aufzustehen. David Bezanyan. 180 Kilogramm sein Ergebnis im Reißen. Nur ein gültiger Versuch war es dort. Allerdings auch nur 5 Kilogramm weg von seiner Bestleistung. Jetzt 220 Kilogramm, erster Versuch im Stoßen für den Weltrekordinhaber in dieser Disziplin. Standschlusstechniker, muss da überhaupt nicht richtig runtergehen, feuert die einfach oben raus, zack, Haken dahinter. 220, die Führung im Stoßen mit 400, Rang 2 im Zweikampf. Dort ja der Pole, den wir gerade gesehen haben, mit 404 Kilogramm, Bartolomé Bonk, der noch Führende, der jetzt aber zuschauen muss, denn er hat ja gerade erst einen Versuch weg hier, dieser David Bezanyan.
Und ich hatte es gesagt, er ist mit 238 Kilogramm der Weltrekordinhaber am Stoßen. Also da kann er schon noch mal gut aufholen. Der zweite Iraner wird hier vorbereitet. Mohammad Reza Barari. 176 sein Ergebnis im Reißen, Rang 8 dort, 212 derzeit im Stoßen. Erster Versuch war das. Geht jetzt an 221 Kilogramm. Also mal eine ordentliche Steigerung hier für ihn. Kann sich damit zumindest erst einmal theoretisch ins Medaillengeschäft auch im olympischen Zweikampf bringen, wenn er sie macht. Ansonsten bleibt er erstmal auf 4 und 5 im Stoßen und im Zweikampf. Hat dann allerdings noch den dritten Versuch. Bumm, Ellenbogen berühren die Knie. Nichts da. Also unglaublich, nach 212, was ja nun eigentlich auch schon seine Wettkampfbestleistung ist, dann auf 221 gleich mal zu gehen, 9 Kilogramm zu steigern. Und hier sieht man ja, dass einfach die Kraftwerte noch nicht stimmen bei ihm. Die Beschleunigungswerte ebenfalls nicht. Das heißt, also er kriegt die Hantel nicht auf die Höhe, die er braucht. Er kann die Bremskräfte noch nicht aufbringen. Das ist so ein bisschen Hazard, was er da macht. Arthur Plesniks. Kommt von 215, die er im ersten Versuch geschafft hat, jetzt auf 221 Kilogramm. Ist mit den 215 momentan auf Rang 3 und im Zweikampf mit 393 ebenfalls. Im Stoßen könnte er sich jetzt in Führung bringen. Mit 399 im Zweikampf würde er allerdings auf Platz 3 bleiben erst einmal. Blick zur Uhr im Augenwinkel also, sieht er die. Ui. Und ja sagen, dynamisch wird das nicht, der Umsatz, aber das war überhaupt keiner. Ja, sitzt in der Hocke und merkt, dass die Winkel eben nicht stimmen. Also hat er einen kleinen Fehler beim Ziehen gemacht in der Zugphase. Hier, sitzt zu weit hinten drin, verliert ganz kurz mal Spannung, will dann aufstehen und merkt, das geht überhaupt nicht, weil eben die Winkel gerade überhaupt nicht stimmen. Und muss sie dann rauslassen. Mohammad Reza Barari nochmal. 221 Kilogramm. Also nochmal die Last, die ihn da fast erschlagen hätte. In der Hocke. Also der muss jetzt komplett wie ausgewechselt hier an die Hantel gehen. Ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Aber steht wenigstens auf damit. Also da überrascht er uns dann doch. Und steht schief da. Alter Schwede. Also da wurde auch so ein bisschen der Kampf gewürdigt hier von den Kampfrichtern. Denn das waren bestimmt noch so 30 Grad. Die Hantelstange und die gedachte Linie zwischen den Füßen voneinander abwichen. Hoffe ich auch, dass man das vielleicht mal von oben sieht. Aber wirklich, hier überhaupt schon mal den umzusetzen. Dennoch, also da hätte ich sehr sagen, viel verwettet gerade. So, und das hilft uns hier überhaupt nicht bei der Analyse von dem Fehler, den ich gesagt habe. Schöner Kampfversuch, den wir hier gerade gesehen haben in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm der Männer bei den Gewichtheber-Weltmeisterschaften im polnischen Wrocław. 221 Kilogramm vom Iraner Mohammad Reza Barari, der ja im zweiten Versuch damit gar keine Chance hatte. Hat uns damit wirklich ins Staunen versetzt. Und wir schauen mal, wie es hier weitergeht. Bartolomé Bonk, der Pole, hat seinen Wettkampf beendet. Ist noch der Führende mit 404 Kilogramm im Zweikampf. Im Stoßen schon auf Rang 3 abgerutscht mit seinen 216, die er geschafft hat.
Ja, und der zittert natürlich hier um seine Medaille im Zweikampf, denn noch drei Athleten sind im Rennen und können daran was ändern. So, Artus Plesniks. 221 Kilogramm noch einmal. Damit könnte aber im Zweikampf nicht vorbeigehen. Heißt also, Bonk würde seine Medaille im Zweikampf behalten. Jupp. Wenn er sie nicht macht, geht er hier komplett leer aus. Also für beide ein wichtiger Versuch. Dreht sich ganz leicht, was kein Problem ist. Uiuiui, nee, da knicken ihm die Arme schon ein. Guckt die Hantel förmlich etwas an. Bringt also den Oberkörper zu weit nach hinten. Und somit keine Chance, die dann zu halten. Ja, wenn er da den Kopf besser durchsteckt, dann hätte er eine größere Chance, diese Last tatsächlich zu halten. Von hier nicht so gut zu sehen. Wir kommen zur Medaillenentscheidung. Die feiern schon die Medaille, die Polen. Für Bartolomej Bonk ist immer noch der Führende im olympischen Zweikampf und Dritter im Stoßen. Im Stoßen wird er sie wohl gleich, wenn einer der nächsten Versuche gut geht, loswerden. Ja, und dann rutscht er auch im Zweikampf 1 nach hinten. Wenn er hier Nurudinov tatsächlich seine 225 Kilogramm macht. Würde dann nämlich auf 405 Kilogramm im Zweikampf kommen. Ein Kilogramm mehr als Bartolomej Bonk. Und damit wäre er hier der Führende und der sichere Silbermedaillengewinner. Denn nur noch David Bezanian ist hier im Rennen in der Gewichtsklasse bis 105 Kilogramm. Oh, stark umgesetzt, Beine absolut gut ausgebildet. Jo, da steht er, der wahrscheinlich Weltmeister. Wir merken uns jetzt mal dieses Zweikampfresultat, was er schon mit diesem ersten Versuch hier sich eintragen lässt in den Computer. Und damit 415, ich hatte fälschlicherweise 405 gesagt, also 415 Kilogramm. Aber dass er der Führende ist, dabei bleibt es. Ja, und jetzt sind wir mal gespannt, was David Bezanian heute noch gegensetzen kann. Der Russe, er hier. Auch erstmal nur 225 Kilogramm. Würde damit Bonk auf 3 schieben. Bisschen weich geworden oben raus. Und schiebt sich damit auf den zweiten Rang. Somit steht also fest, Bartolomej Bonk, der Pole, holt sich hier die Bronzemedaille im Zweikampf. Silber war es ja im Reißen, im Stoßen geht er leer aus, Rang 4 mit 216 Kilogramm. Ja, und jetzt geht der Kampf hier los zwischen Gold und Silber, und zwar zwischen Ruslan Nurudinov und David Bezanian. Momentan der Russe David Bezanian mit 405 Kilogramm auf dem zweiten Platz angekommen. Ruslan Nurudinov hat schon 415 auf dem Konto, also 10 Kilogramm mehr. Bezanian ist schwerer als Nurudinov, müsste also 416 schaffen, um irgendwie vorbeigehen zu können. Wären 11 Kilo drauf, wären also 236. Die stehen auch da. So, jetzt erstmal Nurudinov, der jetzt quasi mit diesem Versuch die Latte für den Russen einfach noch ein bisschen höher legen will. 5 Kilo nochmal drauf, 2,30 wäre Ausbau der Führung im Stoßen und es wären 420. 15 Kilo mehr, kannst vergessen. Dann muss er einen Weltrekord. Muss er 241 dann nehmen. So, 420 wären das jetzt im Zweikampf. Das hat er schon mal geschafft. Diese 230 Kilogramm ebenfalls bei den Asienmeisterschaften dieses Jahr.
So, eigentlich ist es die halbe Miete schon. Jetzt ist es die Dreiviertelmiete. Wenn er den macht. Steh, Junge, steh, den Fuß nach nachziehen. Jetzt kriegt er das Ding. Ruslan Nurudinov aus Usbekistan. Zweiter Versuch, 230. 420 damit im Zweikampf. Und ja, das kann es eigentlich nur noch um Gold im Stoßen gehen für David Bezanian. So, jetzt die Frage, was macht er? Geht er jetzt, sag mal, zumindest auf Gold im Stoßen? Oder warten sie tatsächlich? Ah, 241 sind eingetragen von ihm hier, von David Bezanian. Er hat es ja gesagt, die braucht er, um hier noch auf 421 Kilogramm im Zweikampf zu kommen. Zur Erinnerung, der Weltrekord im Stoßen liegt bei 238, gehalten von David Bezanian. Aber die 225 Kilogramm sahen oben raus nicht so sauber aus, nicht so stabil, dass man davon ausgehen könnte, dass er tatsächlich hier eine Chance haben sollte bei 241. Aber das haben wir ja beim Iraner auch schon gedacht, dass er bei 221 Kilogramm keine Chance hat. Und dann hat er uns gezeigt, wie es geht. Es waren 35 die Last, die jetzt gemeldet ist für den Usbeken, für Ruslan Nurudinov. Und wenn der die tatsächlich dann machen sollte, ja, dann müsste Bezanian 246 nehmen. Aber dann wiederum die Frage, ob er vielleicht einfach auf 239 geht, Weltrekord im Stoßen. Ja, oder 236 für Gold im Stoßen. Ja. Man weiß es nicht. Genau, wir werden es gleich sehen. Voraussetzung erstmal, dass er hier, Ruslan Nurudinov, das noch macht, seinen Vorsprung also noch mal weiter ausbaut. Ja, und die Usbeken sind ja auch bei Asienmeisterschaften mit am Start. Wenn da die so ein bisschen in beiden Kontinenten liegen, können sich das ja aussuchen. Die Türkei zum Beispiel immer bei europäischen Meisterschaften mit dabei, Kasachstan ebenfalls, Usbekistan. Also mit in Asien. Na, Kasachstan auch Asien. Oh, sorry. Schlechtes Beispiel. Ich meinte... Boah, erstmal ganz starker Umsatz hier. Beine ohne Ende. Zack, jawohl, stößt sie aus. Stößt sie aus, macht das Ding. Und damit sollte für Bezanian in Sachen Zweikampf nichts mehr gehen. Aserbaidschan, meine ich übrigens. Und hier, da feiert der... Europameister, Weltmeister, denn wirklich, nee, also, nichts gegen Bezanian, aber ich glaube, das Ding ist durch. Es ist die Frage, was sie machen. Die Russen überlegen es jetzt natürlich gerade. Weltrekord oder in Anführungszeichen nur Gold im Stoßen. Der beste Mann im Reißen, wo es ja auch nur ein Versuch war, dieser zweite über 190 Kilogramm, stößt hier so viel, 425 Kilogramm zusammenkommen. So, und die gehen runter auf 236, also wollen nur Gold im Stoßen sich noch holen. Nichts mit Weltrekord. Nichts mit Angriff auf Zweikampfgold. Der Usbeke ist also durch. Und muss dort schon richtig durchgehen, aber dann fällt sie ihm vorne raus. Also da geht Gold auch noch an den Usbeken. Ja, das, was bei 225 Kilogramm bei ihm schon zu sehen war, bei David Bezanian, dass er oben raus halt nicht sehr stabil wirkte, hat sich hier bei diesen 236 Kilogramm auch noch einmal gezeigt. Muss da tief in die Hocke, springt etwas nach vorn sogar, weil er die Hantel auch noch rausdrückt. Und hier schöne Bilder,
wie er, wie Ruslan Nurudinov diesen Versuch sich natürlich noch anschaut, um sich dann tatsächlich über 3 Goldmedaillen freien zu können. Wir freuen uns natürlich schon. Dann gleich im Anschluss hier der Bronzemedaillengewinner gratuliert. Wir freuen uns natürlich schon auf das Superschwergewicht um 16 Uhr am Sonntag, also bei Eurosport. Die letzte Kategorie bei dieser Weltmeisterschaft. Hier das Ergebnis noch einmal des Stoßens. 2:35, 2:25. Dann am Ende doch nur für Bizanyan. 11 Kilogramm Steigerung ging nicht auf. Berari 221, also hier zumindest eine Bronzemedaille für den Iran. Bonk geht hier leer aus. Ferenc Gurkovic sehen Sie aus der B-Gruppe, der Ungar. Und jetzt warten wir auf das Zweikampfresultat. Das wir ja schon kennen. Ich nenne sie ihn schon mal, weil die Grafik noch ein bisschen auf sich warten lässt. 425 Kilogramm, da haben wir es also für Nurudinov. Bizanyan 405. Und Bartolomeu Bonk schenkt der Gastgebernation noch eine weitere Bronzemedaille. Hier 404 Kilogramm. Natürlich ziemlich große Abstände da, ganz nach vorn. Bei der Europameisterschaft in diesem Jahr hatten die Polen noch 2 ganz andere mit am Start, mit Cornel Czekil und Arkady Szmielcalski, die 5. und 6. wurden. Hier also Bonk mit der Bronzemedaille. Aber der Sieger, der Dominator, Ruslan Nurudinov aus Usbekistan.